Wie dürft ihr mir außen den kompletten Aufbau geändert, ey? Nehme ich ja gar nicht mehr aus. Ja, das wird schon gelegt. Achso, das hast du sogar. Sehr gut. Umkommen gelegt. Shit. Oh, fuck. Hey YouTube, Tarsot Commander hier mit einer neuen Folge 100 Kills. Der Serie, bei der ich in jeder Folge eine Primärwaffe auswähle und erkläre, was ihr mit dieser während der ersten 100 Kills damit anfangen könnt. Heute geht es mal wieder um ein Sturmgewehr, und zwar ein relativ ausgefallenes, nämlich die FAMAS, die mit ihrer gigantischen Feuerrate von 1000 Schuss pro Minute und einem brutalen Rückstoß sozusagen in eine ganz eigene Kategorie fällt. FAMAS steht für Fusil d'Assaut de la Manufacture d'Armes de Saint-Étienne, beziehungsweise Sturmgewehr aus der Saint-Étienne-Waffenfabrik. Ihre Entwicklung begann Mitte der 60er und seit 1981 ist sie die Standardwaffe der französischen Armee. Die Waffe hat ein Bullpup-Design, das sich ja in Battlefield üblicherweise in einer eher langen Nachladezeit und dafür einer guten Genauigkeit aus der Hüfte widerspiegelt. Von der FAMAS gibt es eigentlich zwei Varianten, wovon die erste, die F1, bis 1994 eingesetzt wurde und seitdem gibt es die G2-Variante. In Battlefield ist, seit die FAMAS in Battlefield 3 deutlich genervt wurde, irgendwie ein Mischmasch aus diesen Varianten im Einsatz. Sieht optisch aus wie das G2-Modell, das ja eigentlich auch passend wäre, da Battlefield schließlich überwiegend moderne Waffen benutzt und es keinen Sinn machen würde, eine Variante von einer Waffe zu benutzen, die seit 20 Jahren nicht mehr eingesetzt wird. Aber die Variante der Waffe, die in Battlefield zu finden ist, benutzt das 25-Schuss-Magazin, das eigentlich nur von der F1 benutzt wurde. Die FAMAS G2 benutzt in der Realität ganz normale 30-Schuss-Magazine, wie sie für die meisten heutigen Sturmgewehre mit Intermediärkaliber üblich sind. Auf die Entstehung dieser merkwürdigen Eigenschaften werde ich sicher im weiteren Verlauf des Videos auch nochmal eingehen. Aber jetzt kommen wir zunächst zu den Stats der FAMAS. Wie bereits gesagt, verschießt sie die übliche 5,56 mm Munition und hat dementsprechend das für Sturmgewehre konventionelle Schadensmodell mit einem Maximalschaden von 25 und einem Minimalschaden von 18. Der Drop-Off beginnt bei 8 Metern, endet bei 55 Metern. Die Feuerrate ist, wie eben schon angesprochen, das große Highlight dieser Waffe. Mit 1000 Schuss pro Minute ist sie zusammen mit der CZ-3A1 Maschinenpistole eine der am schnellsten schießenden Waffen im ganzen Spiel. Die Mündungsgeschwindigkeit liegt bei soliden 630 Metern pro Sekunde, was natürlich eigentlich gut für die Bekämpfung von bewegten Zielen auf große Entfernungen ist, aber das verträgt sich überhaupt nicht mit den restlichen Stats dieser Waffe, wozu wir gleich kommen. Mit Schalldämpfer sinkt die Mündungsgeschwindigkeit auf 330 Meter pro Sekunde. Die Magazingröße liegt, wie gerade auch schon angesprochen, lediglich bei 25 Schuss, was natürlich ein Nachteil gegenüber den meisten anderen Sturmgewehren, auch gegenüber den meisten anderen relativ schnell feuernden Sturmgewehren, wie zum Beispiel der AEK 971 ist. Die Nachladezeiten setzen da noch eins drauf, denn das kleine Magazin bedeutet natürlich, dass man tendenziell eher häufiger nachladen muss. Und selbst wenn ihr noch Kugeln im Lauf habt, ist die Nachladezeit brutale 2,8 Sekunden. Wenn ihr das ganze Magazin leer geschossen habt, was bei der Kombination aus extrem hoher Feuerrate und ziemlich kleinem Magazin natürlich auch schnell passiert, dauert es 3,55 Sekunden, das Magazin nachzuladen. Als nächstes haben wir die Rückstoßwerte und die sind auch nicht von schlechten Eltern. Auch da müsst ihr bedenken, je höher die Feuerrate der Waffe ist, desto häufiger tritt natürlich dieser Rückstoß auf und desto schwerer ist er zu kompensieren. Und dementsprechend ist die FAMAS extrem schwer zu kontrollieren, mit einem Rückstoß nach oben von 0,4, nach links von 0,4 und nach rechts von 0,6. Das heißt, die Waffe wandert im Prinzip unkontrolliert durch die Gegend, da kann man kaum was gegen tun. Vor allem, da sich die Richtung in der Horizontalen auch schlecht vorhersagen lässt. Der Multiplikator auf den ersten Schuss ist mit 2,5 auch nicht von schlechten Eltern. Die Genauigkeit ist einigermaßen solide mit 0,25. Das ist geringfügig schlechter als die meisten Sturmgewehre. Aber ja, es gibt auch welche, die noch schlechter sind. Und Karabiner und Maschinengewehre sind von der Grundgenauigkeit noch einen Tick schlechter als die FAMAS. Aber wie gesagt, durch die immense Streuung bei der hohen Feuerrate bringt es relativ wenig. Also dieser Wert ist eigentlich nicht sehr aussagekräftig. Die Genauigkeit aus der Hüfte ist für
wie für Bullpup-Waffen typisch, ziemlich gut mit 2,25. Das bewegt diese Waffe natürlich ganz klar in den Nahkampfbereich, wo die große Streuung nicht so wahnsinnig viel ausmacht und eben mit dem guten Hipfire man wirklich Gegner auch problemlos töten kann, ohne durchs Visier zu zielen. Und ja, das ist eben so, wie die Waffe zurechtgepatcht wurde auch wirklich ihr Metier. Kommen wir nun zu den Attachments, die ihr während der ersten 100 Kills mit der FAMAS freischaltet. Da wäre zunächst das Reflex-Rotpunkt-Visier, gefolgt vom Laservisier, dem ergonomischen Griff, der Mündungsbremse, dem ACOG-Vierfach-Visier, der abgekippten offenen Visierung, dem Angled Grip, dem schweren Lauf, dem M145 3,4-Fach-Visier und der Lampe. Welche dieser Attachments sind nun aber nützlich für die FAMAS und welche weniger? Wie üblich beginnen wir mit den Visieren und da ist die Wahl, finde ich, absolut eindeutig. Die offene Visierung der FAMAS ist eine absolute Katastrophe, vielleicht nicht mehr ganz so schlimm wie noch in Battlefield 3, aber trotzdem wirklich alles andere als gut und dementsprechend ist das Reflex-Rotpunkt-Visier, das ihr für 10 Kills kriegt, da absolut zu empfehlen. Mit der extremen Streuung der FAMAS oder beziehungsweise ihrem extrem starken Rückstoß in Kombination mit der hohen Feuerrate ist sie wirklich keine Waffe für größere Entfernungen und dementsprechend würde ich von 3,4-fach oder 4-fach Visieren abraten. Kommen wir also zum Zubehörslot. Da kriegt ihr die abgekippte offene Visierung, das Laservisier und die Lampe. Und ich denke, auch hier ist die Wahl relativ eindeutig. Für die FAMAS ganz klar das Laservisier, das die Genauigkeit aus der Hüfte noch weiter verbessert. Ihr werdet diese Waffen auf kurze Entfernungen einsetzen wollen und da ist das einfach mit Abstand am nützlichsten. Die Lampe, die ihr für 100 Kills kriegt, wäre auch eine Option. Beim Laufzubehör kriegt ihr die Mündungsbremse und den schweren Lauf. Und ich denke, auch hier ist es relativ eindeutig. Die Waffe ist wirklich für kürzere Entfernungen. Das heißt, ich würde sagen, man kann die Genauigkeit von automatischem Feuer durchaus etwas reduzieren, was ja eine Folge der Mündungsbremse ist. Aber diese reduziert gleichzeitig auch den Rückstoß nach oben. Damit müsst ihr euch also nur noch mit dem schweren Rückstoß nach links und rechts rumschlagen. Vom schweren Lauf, der den Rückstoß dieser Waffe noch weiter erhöht, würde ich abraten. Kommen wir also zum Unterlaufzubehör, wo ihr den ergonomischen Griff und den angewinkelten Griff erhaltet. In diesem Fall würde ich auch ganz klar zum ergonomischen Griff tendieren, einfach um die Nahkampffähigkeiten der Waffe weiter zu verbessern. Der angewinkelte Griff ist ja eher etwas für größere Entfernungen und wie gesagt, ich denke, das ist eindeutig nicht der Einsatzbereich, für den die FAMAS sich eignet. Mein Loadout-Vorschlag wäre also Reflex-Rotpunkt-Visier, Laservisier, Mündungsbremse und ergonomischer Griff. Damit macht ihr die FAMAS zu einer wirklich starken Waffe für kurze Entfernungen und ich denke, das ist wirklich das Beste, was man aus dieser Waffe machen kann. Wenn es jetzt aber zu der Frage geht, ob ich die FAMAS empfehlen kann, muss ich sagen, fällt es mir schwer, ja zu sagen. Denn in diesem Nahkampfbereich gibt es natürlich eine Menge gute Waffen. Da hätte man Schrotflinten, alle Maschinenpistolen sind eigentlich für den Nahkampf ziemlich gut geeignet und dementsprechend finde ich hat so ein Sturmgewehr, das sich wirklich kaum für Kampf auf größere Entfernungen eignet, weil es einfach so unkontrollierbar ist, da ziemlich schlechte Karten. Hinzu kommt, dass es mit der AEK 971 und der F2000 noch zwei weitere Sturmgewehre gibt, die auf kurze Entfernungen ziemlich gut sind und aber insgesamt einfach vielfältiger einsetzbar sind als die FAMAS, die ja doch sehr stark auf diese kleine Nische limitiert ist. Vor allem gegen Schrotflinten hatte ich häufig den Eindruck, dass ich sehr schlechte Karten hatte, wenn es wirklich eng wurde, da diese einen dann einfach mit einem oder vielleicht zwei Schüssen töten können, sodass die hohe Feuerrate der FAMAS einem auch nicht wirklich weiterhilft, wenn man eben viermal treffen müsste, um den Gegner zu töten. In dem Zusammenhang will ich dann mal dazu kommen, wie die FAMAS da gelandet ist, wo sie ist. Ursprünglich wurde sie in Battlefield 3 mit dem Strike at Karkand DLC eingeführt und als das rauskam, war die FAMAS ziemlich unumstritten die beste Waffe, denn sie hatte damals noch das eigentlich realistische 30-Schuss-Magazin und zusätzlich war sie auf größere Entfernungen vergleichbar mit den anderen Sturmgewehren, aber sie hatte den Vorteil dieser gigantischen Feuerrate, was sie auch gleichzeitig auf kurze Entfernungen extrem stark machte. Man könnte sagen, dass sie da vielleicht tatsächlich ein bisschen overpowered war, aber wie ich das in meinem letzten Video angesprochen hatte, fand ich, dass DICE da massiv überreagiert hat. Und sie haben eben, anstatt nur an einer Stellschraube zu drehen und beispielsweise die Genauigkeit beim Zielen durchs Visier zu senken oder den Rückstoß weiter zu erhöhen,
gleich an allen möglichen Ecken und Enden angegriffen und dabei unter anderem auch die Magazingröße gesenkt, was natürlich bei dieser Feuerrate ein riesiger Nachteil ist. Und der FAMAS aber gleichzeitig ihre extrem lange Nachladezeit gelassen, die ja auch ein echtes Handicap auf kurze Entfernungen ist, was mit den Änderungen, die in Battlefield 3 gemacht wurden, wirklich der einzige Einsatzbereich war, für den sich die FAMAS noch annähernd eignete. Gucken wir uns also mal die Stats davon an. In der aktuellen Version von Battlefield 3 hat die FAMAS eine kurze Nachladezeit von 3,05 Sekunden und eine lange von 3,9 Sekunden. Was heißt, dass das in Battlefield 4 ja eigentlich sogar ein bisschen verbessert wurde, da sind es nur 2,8 und 3,55 Sekunden. Dafür ist der Rückstoß allerdings noch extremer geworden, von 0,35 nach oben und links in Battlefield 3 und 0,55 nach rechts. Zu jetzt 0,4 nach oben, 0,4 nach links und 0,6 nach rechts. Die Genauigkeit beim Zielen übers Visier war in Battlefield 3 wirklich miserabel für ein Sturmgewehr mit gerade mal 0,4. Das heißt, da ist sie jetzt mit 0,25 deutlich besser. Aber wie gesagt, ich finde die FAMAS auf größere Entfernungen einfach aufgrund ihrer übrigen Eigenschaften extrem schwer einzusetzen. Wenn ihr wirklich gut seid, könnt ihr vielleicht was mit den Tipps aus dem hier verlinkten Video von X-Factor Gaming anfangen, der wirklich gut darin ist, mit der FAMAS Microbursts zu machen, also extrem kurze Bursts, sehr schnell hintereinander und damit auch auf größere Entfernungen den Gegnern ordentlich zusetzen kann. Ich muss sagen, dass ich das persönlich einfach nicht so gut hingekriegt habe, dafür ist vielleicht dann doch meine Rückstoßkontrolle nicht gut genug. Und dementsprechend seht ihr ja auch, dass ich die FAMAS eigentlich nur auf Maps eingesetzt habe, wo ich damit gerechnet habe, dass es wirklich zum Kampf auf größere Entfernungen kommt. Das heißt, entweder in Game-Modi wie Domination oder Team Deathmatch oder eben auf Maps wie Operation Metro. Damit hat sich also der Einsatzbereich der FAMAS verglichen mit Battlefield 3 nicht geändert. Und wenn man sie jetzt mit anderen Waffen der gleichen Kategorie vergleicht, die in einen ähnlichen Bereich gehören, sieht die FAMAS da einfach auch nicht besonders gut aus. Ich ziehe jetzt zum Vergleich die AEK 971 heran, die sicherlich der nächste Konkurrent ist, weil sie einfach das Sturmgewehr ist, das von der Feuerrate am nächsten an die FAMAS rankommt. Und es gibt zwar eine Menge Kategorien, wo die FAMAS tatsächlich besser ist als die AEK, aber ich finde, dass das einfach nicht die ausschlaggebenden sind. Wie bereits angesprochen, hat sie bereits eine höhere Feuerrate. Die Nachladezeit beim komplett leer geschossenen Magazin ist tatsächlich sogar auch um 0,05 Sekunden schneller als die der AEK. Allerdings, wie gesagt, das ist generell schon nicht besonders gut und macht nicht so wahnsinnig viel aus. Was natürlich besser ist, ist die Genauigkeit aus der Hüfte, was sicherlich im Nahkampf auch ein kleiner Vorteil sein kann. Allerdings verliert die FAMAS dann in den entscheidenden Kategorien, nämlich bei der Magazingröße, dem taktischen Nachladen, das heißt, wenn noch Kugeln im Lauf sind, da ist der Unterschied eine geschlagene halbe Sekunde und ungefähr allen, also was heißt ungefähr allen, tatsächlich allen Rückstoßwerten. Sie hat in jede Richtung einen stärkeren Rückstoß und es kommt hinzu, dass die FAMAS im Gegensatz zu AEK sehr stark in der Horizontalen um die Mitte wandert. Bei der AEK ist es ziemlich eindeutig, dass sie stark nach rechts zieht und nur ein ganz kleines bisschen nach links. Die FAMAS zieht stark nach links und noch stärker nach rechts. Also die Fähigkeit, diese Waffe zu kontrollieren, ist sehr viel stärker eingeschränkt. Ihre Genauigkeit beim Zielen übers Visier ist auch schlechter als die der AEK. Und ja, in vielen anderen Kategorien sind sie gleich. Diese Tatsache bedeutet, dass ich die FAMAS eigentlich wirklich nicht empfehlen kann, da sie wirklich in den entscheidenden Bereichen eben geschlagen wird und die AEK eigentlich für praktisch jede Situation eine bessere Wahl ist. Sie ist einfach deutlich vielfältiger und Situationen, in denen man sagen wird, ja, da haben mir die 100 Schuss zusätzliche Feuerrate von der FAMAS den Arsch gerettet, nur deswegen habe ich diesen Kampf gewonnen, das wird so selten sein, dass das eigentlich kein Rechtfertigungsgrund sein kann, diese Waffe zu benutzen. Alles in allem hatte ich mit der FAMAS aber trotzdem eine Menge Spaß. Sie ist natürlich, wenn man nicht den direkten Vergleich ranzieht, durchaus eine brauchbare Waffe auf kurze Entfernung. Ihr habt es gesehen, dass die Art von Spielen, die ich mit dieser Waffe gespielt habe, sehr eingeschränkt waren aus diesem Grund. Und ja, in diesen Bereichen kann man sie nutzen. Wenn ihr Spaß an solchen extrem schnell feuernden Waffen habt, dann probiert die FAMAS aus. Man kann durchaus hin und wieder etwas Freude damit haben. Das soll es jetzt aber zur FAMAS gewesen sein. Weitere Folgen von 100 Kills, die in der nächsten Zeit kommen, sind die F2000, die QBS09 und die P90.
gefolgt von den bereits mehrfach angesprochenen russischen, amerikanischen und chinesischen Wochen. Die Stats in diesem Video waren wie immer aus simthic.com, die Seite werde ich auch nochmal in der Videobeschreibung verlinken. Ansonsten hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn dem so ist, klickt den Gefällt mir-Button. Und wenn ihr Interesse an weiteren Videos habt, klickt Abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Boah, die passt bei der Flagge. Der schon ja, Killer. Die sind so schon, sag ich doch. Die killen. Boah, die fällt ja an. Ey, was haben wir denn für ein Wettrennen gerade um die Punkte?